Gut, also die Erziehergruppe 21.1 des Oberlin-Seminars in Berlin, Tietzenweg 21, beschäftigt sich nach wie vor mit recht interessanten Themen, die wir für spätere Leben brauchen können. Heute geht es um die Temperaturen, die bei Menschen und bei Tieren auftreten. Und als Vertreter der Gruppe haben wir hier neben mir die Elisabeth und dann den Lorin. Und die Elisabeth wird noch einmal die Gruppe vorstellen. Genau, also mit in meiner Gruppe war einmal die Anna, die steht heute neben der Kamera. Dann der Julian, die Kimberly und die Mona. Die werden euch heute aber hinter der Kamera etwas darüber erzählen. Genau, Lorin steht neben mir und der Kameramann ist heute wieder der Sasa. Genau. Also wir stellen euch heute Temperaturen bei Menschen und bei Tieren vor. Wir fangen an mit den Tieren. Und zwar gibt es einmal wechselwarme Tiere und gleichwarme Tiere. Die wechselwarmen Tiere werden polykleotherme Tiere genannt. Genau, die Körpertemperatur entspricht etwa der Umgebungstemperatur bei den Tieren und zu den wechselwarmen Tieren zählen auch einmal die Schlangen oder zum Beispiel auch Fische. Dann kommen wir zu den gleichwarmen Tieren, genannt werden die homeotherme Tiere. Die Körpertemperatur passt sich da nicht der Umgebung an, sondern bleibt unabhängig von der Umgebungstemperatur relativ gleich. Beispiel für gleichwarme Tiere sind Hunde oder Vögel oder auch wir Menschen. Genau, die Körpertemperatur von den Tieren ist sehr unterschiedlich. Bei gleichwarmen Tieren schwankt sie so zwischen 44,6 Grad Celsius. Bei Rotkehlchen und 30 Grad Celsius, zum Beispiel bei der Haselmaus. Genau, hier haben wir einmal die Körpertemperatur von Tieren, haben wir euch mal drei Beispiele aufgeschrieben. Und zwar bei Katzen ist so die Temperatur zwischen 38,8 und 39 Grad Celsius, das ist so die Normaltemperatur bei denen. Beim Schwein beträgt die um die 39 Grad Celsius und beim Igel um die 35. Also nicht so wie beim Menschen, bei Tieren ist sie etwas höher. Jetzt wird euch Anna den Tiere regulieren ihre Körpertemperatur ständig, um sie konstant zu halten. In warmen Regionen lebende, gleichwarme Tiere kühlen sich am Dauer ab. Temperaturen bei Menschen. Körpertemperatur ist gemeint, welches die Temperatur der lebenswichtigen inneren Organe ist, nicht die Oberflächentemperatur. Ja, und die Mona? Die homoiotherme, also gleichwarme Lebewesen wie der Mensch, können eine erhöhte Temperatur kriegen. Hohe Temperatur ist zum Beispiel 38,6. Oder ein hohes Fieber ist dann schon ab 39 bis 39,9. Sehr hohes Fieber ist zwischen 40 und 42 Grad. Und der Kreislauf versagt bei 42 Grad. Eine Senkung der Temperatur des Menschen bzw. des Sollwertes der Temperatur kann bis zur Hypothermie, Unterkühlung führen, also Untertemperatur. Also das sind dann 33 Grad. Und unter 20 Grad ist dann schon der Kältetod. Die normale Körpertemperatur ist so 36,6, 37 Grad. Die subfebrile Temperatur, was wir schon oben gesehen haben, ist die leicht erhöhte Temperatur. Und es ist auch ein Zeichen, dass zum Beispiel Übergewichtige ein bisschen höhere Temperatur haben oder Unterernährte eine sehr niedrige Körpertemperatur. Die Temperatur beim Menschen kann man via drei verschiedenen Mittel messen. Einmal ein Thermometer, einmal ein Pyrometer und dann gibt es noch dieses Thermometer an der Stirn. Das Thermometer misst entweder oral, axillar, unter den Achseln oder halt rektal, was die exakteste Methode ist und häufig bei Säuglingen benutzt wird. Ja, das war sehr schön dargestellt und wir können uns das ja dann nochmal hier anschauen. Der Kameramann hat das alles ganz großartig da und es wurde, wie gesagt, von uns entsprechend, also von der Mona, entsprechend kommentiert. Das war's heute, Lorin und Elisabeth. Ja. Finito. Bis hierher. Bis hierher. Das war's.
jetzt gerade das Kabel. Hebel, können Sie es hintereinander sagen? Schnell? Können Sie schnell hintereinander sagen? Sehr gut.